Und er testete Kennedy bei Essen. Ich war mit dabei. Es war nachdem, wie die Herren ihr Essen beendet haben, sie setzten sich bequem. Und Khrushchev sagte an Kennedy: Ich bin älterer Mann. Und Sie werden mich nicht überleben, wenn ich Ihnen als älterer, erfahrener Mann einige Gedanken auslege. Und begann dann etwas, naja, in Form Notation sozusagen darzulegen, wie er von dieser Weltlage hält und wie er diese Lage versteht. Und Kennedy hat praktisch diese Worte ignoriert und gab zu verstehen, dass er braucht keine Lehrer. Und hat so geschickt auf ein ganz anderes Thema Gespräch geführt und fragte Khrushchev: Wie können Sie erklären, dass Produktivität Ihrer Viehwirtschaft zweimal so niedrig ist wie in Vereinigten Staaten? Und Khrushchev verstand, so weiter geht es nicht, wie er begonnen hat, und antwortete auch genau buchstäblich folgend: Ich habe die ganze Welt gereist und habe Dänemark, Deutschland und viele andere Länder kennengelernt und so weiter. Und habe festgestellt, um ein Milch von Kuh zu erwarten, muss man Kuh ernähren lassen. Und das hat die Situation entspannt, obwohl Gespräch änderte mit Feststellung: Auf uns wartet ein kalter Winter. So endete diese Wiener Begegnung, von der man ja sagt, sie ist misslungen. Ja, das auf uns wartet ein kalter Winter. Wenn die Amerikaner in Kuba einen Luftschlag gemacht hätten und die Schiffe, die Transportschiffe zur Umkehr gezwungen oder versenkt hätten, wären die Kriegshandlungen zuerst beendet gewesen. Das wäre ein langer, ein schwieriger Krieg zustande gekommen. Zum Ersten. Unsere Schiffe waren imstande, mit Raketen amerikanisches Kontinent anzugreifen. Und das würde geschehen mit Atomwaffen. Mittelstreckenraketen waren schon auf U-Booten stationiert. Umgekehrt. Zweite dann, Frage. Nein, dann. Unsere Streitkräfte würden halb Europa oder ganz Europa besetzen. Deutschland sowieso. Und dann würde praktisch Kontinent ausgelöscht. Weil Amerikaner in diesem Fall, so waren diese Pläne uns bekannt, würden Atomminen sprengen lassen. Sogenannten Atomgürtel war gebaut. Dann, es war ein Beschluss gefasst, wenn eine Bedrohung für Territorien, die Amerikaner kontrollieren, entsteht, dann muss die Sowjetunion diese Territorien als Atomgeseucht bekommen. Sie würden selbst diese Territorien angreifen. Ach. So. Und was uns angeht, Amerikaner hatten zu dieser Zeit B-52-Bomber, die führten an ihren Bord 4 Bomben. Jede 25 Megatonnen, also 100 Megatonnen Bomben, jede Bombe. Hätte solche Bomben eingesetzt, würde praktisch Asien ein toter Kontinent. Damals waren noch die Politiker, sogar gelehrt, nicht so klug wie heute. Diese Idee von atomaren Winter entstand etwa 10 Jahre später oder 5 Jahre später.